Hallo, heute möchte ich mit euch eine Rocher-Torte machen. Ich würde sagen, wir fangen direkt an und ich zeige euch, was für Zutaten ihr für den Teig braucht. Ihr braucht 6 Eier, eine Prise Salz, 130 Gramm Butter, 150 Gramm Zucker, 100 Gramm Rohrzucker, also brauner Zucker, 200 Gramm Schmand, 100 Gramm Öl, 100 Gramm geraspelte Schokolade, da habe ich mir einfach Zartbitterschokolade klein geschnitten, 40 Gramm Kakao, 250 Gramm Mehl, 100 Gramm gemahlene Mandeln und ein Päckchen Backpulver. Und wir legen direkt los. Als erstes kommen die 6 Eier in die Rührschüssel. Beide Zuckersorten hinzu. Außerdem noch die Prise Salz. Und die Butter. Möchte gar nicht rein. So, jetzt aber. Und das lassen wir jetzt auf schnellster Stufe ca. 5 bis 10 Minuten laufen, damit es cremig weiß wird. Nachdem ihr die Masse cremig geschlagen habt, kommen jetzt die anderen Zutaten hinzu. Dafür lasse ich die Küchenmaschine gleich auf niedrigster Stufe laufen und gebe erst die flüssigen Sachen hinzu und dann später die festen. Und dann mache ich die Küchenmaschine gegen Ende hin nochmal auf einer schnelleren Stufe und ganz zum Schluss wieder das Backpulver drunter. Nachdem der Teig jetzt miteinander verrührt wurde, tun wir den in eine Form einfüllen. Ich habe da eine für 26 cm. Außerdem gehe ich vorher nochmal mit einem Teigschaber am Rand entlang, damit auch wirklich alle Zutaten untergemischt sind. Und am Boden entlang zu gehen ist auch ganz wichtig, weil sich da oft gerne die Schoki noch absetzt. Jetzt kommt der Teig in die Form. Riecht auf jeden Fall sehr gut nach Schokolade. Ich ganz vergessen zu sagen, die Form habe ich vorher auf dem Boden mit etwas Öl eingefettet. Schüttel auch noch mal ganz gerne, dann verteilt der Teig sich auch gut. Und jetzt geht er für 35 bis 40 Minuten ungefähr in den Backofen, welchen ich bei 180 Grad schon vorgeheizt habe. Während der Boden jetzt im Ofen ist, können wir uns schon mal um die Creme kümmern, welche wir später brauchen, um damit den Kuchen einzudecken und zwischen den Böden etwas Creme zu füllen. Für die Creme braucht ihr ca. 12 Teelöffel Sanapat, 100 Gramm geriebene Haselnüsse, 100 Gramm Nuss-Nougat, 100 Gramm Zartbitterschokolade und 600 ml Sahne. Die Sahne müssen wir jetzt mit der Zartbitterschokolade und mit dem Nougat aufkochen. Dafür gebe ich aber nicht die ganze Sahne, sondern nur ca. 200 ml in den Topf, damit wir später kalte Sahne haben und die Masse schneller abkühlt. Das wird jetzt aufgekocht und wenn es kocht, tun wir die zwei Zutaten unterrühren. Jetzt geben wir noch die kalte Sahne dazu und dann müssen wir das komplett auskühlen lassen.
Außerdem fülle ich mir das jetzt auch nochmal in den Messbecher, weil dann kann ich das nachher besser in die Schale dazugeben. Die Sahne ist jetzt endlich abgekühlt, dann können wir die nun in eine Rührschüssel geben. Fügen noch die gemahlenen Haselnüsse hinzu. Und setzen jetzt am besten einen Spritzschutz auf die Rührschüssel, sonst haben wir danach eine riesengroße Sauerei. Jetzt lasst ihr die Sahne aufschlagen und fügt das Sahnepart nach und nach hinzu, bis es eine richtig feste Masse wird. Wenn die Sahne jetzt fest ist, fülle ich die noch in eine Spritztulle ein und stelle die nochmal kühl, bis wir nachher den Kuchen eindecken können. Ich habe mir eine Spritztulle zur Hand genommen, habe da unten einen kleinen Clip drauf gemacht und werde den in ein Glas stellen. Dann hat man einfach besser Halt und nicht so eine Schweinerei nachher im Kühlschrank und kann am Ende damit bestens arbeiten. Die Creme füllt ihr jetzt einfach ein und stellt die dann im Kühlschrank. Und jetzt müssen wir warten, bis der Boden aus dem Ofen rauskommt und abgekühlt ist. So, nachdem der Kuchen jetzt richtig gut abgekühlt ist, können wir zum letzten Schritt kommen, und zwar wir stapeln den Kuchen. Dafür nehmt ihr euch ein Messer zur Hand und löst den Boden aus der Form. Und befreit jetzt den Kuchen aus der Form. Jetzt setze ich den Kuchen einmal auf die Arbeitsfläche. Fahre dafür einmal unten am Boden entlang, damit auch wirklich alles locker ist. So, nachdem ich das gemacht habe, einmal rüber. Jetzt müssen wir den Boden noch in drei gleich große Teigböden teilen. Dafür habe ich ein Kuchenmesser. Stelle mir das auf die perfekte Höhe und schneide es dann dreimal durch. Dafür habe ich immer eine Hand oben auf dem Kuchen, damit der nicht reißt. Falls ihr einen Messerschneider nicht habt, könnt ihr auch einfach ein großes Küchenmesser nehmen. Das geht genauso gut. Wenn ich jetzt am Ende mit dem Tortenmesser bin, halte ich noch mal kurz meine Hand am Rand, damit der nicht hier auf der Seite reißt. Sie darf die richtige Stufe einstellen und direkt noch einmal durchschneiden. Jetzt können wir die oberen zwei Böden mal absetzen. Gehe ich einfach auch mit dem Messer drunter. Jetzt setzen wir den auf den Drehteller, dann kann ich ihn nachher besser eindecken. Aber falls ihr keinen Drehteller habt, könnt ihr den auch schon direkt auf den Teller setzen, auf welchen ihr auch den Kuchen servieren wollt. Dann macht ihr nur am besten einen Streifen Backpapier an jeder Seite vom Kuchen drunter, damit der Teller nicht beschmutzt wird. Träufel ich den Boden jetzt mit Haselnusslikör, weil da könnt ihr auch was ganz anderes nehmen, was ihr wollt, zum Beispiel Espresso oder einen Kakao oder einfach mit Marmelade einschmieren. So wird der Teig nochmal schön klebriger, wenn man das so gerne mag. Jetzt nehmt ihr euch die Creme zur Hand, welche wir vorhin schon zubereitet haben. Und die bis gerade eben noch im Kühlschrank stand. Da gebt ihr jetzt schön drauf und verstreicht die Creme danach. Ja. Nachdem ihr die Creme draufgetragen habt, müssen wir uns nochmal um die anderen Böden kümmern.
Jetzt setzen wir den oberen Teil nach unten und den mittleren Teil dann oben drauf. Und den beträufelt ihr jetzt wieder mit Likör oder mit der Flüssigkeit, die ihr euch ausgesucht habt. Falls ihr die Creme nicht so lange wie ich im Kühlschrank hatte, empfehle ich euch am besten einen Tortenring drum zu machen, damit die Creme nicht rausläuft. Und jetzt setzt ihr noch den Tortendeckel oben drauf. Auf den mache ich jetzt kein Likör mehr, sondern direkt die Creme oben drauf. Die Torte jetzt auch noch mit Creme ein. Dafür nehme ich auch die Spritztülle und sprühe mir hier ein bisschen am oberen Rand entlang, damit ich das einfach nach unten ziehen kann. Jetzt merkt ihr auch, dass die Creme schon etwas länger draußen stand und langsam warm wird und deshalb auch schon viel schöner zum Sprühen geht. Können wir noch den Kuchen dekorieren. Dafür habe ich 12 Rocher-Kugeln und Haselnuss-Krokant. Den werde ich jetzt am Rand verteilen. Das mache ich immer, indem ich mir eine Hand nehme und dagegen werfe. Nachdem ich den Rand überall eingedeckt habe, nehme ich jetzt noch etwas Krokant und gebe hier oben auf der Kante noch was drauf. Jetzt verteile ich noch die Rocher-Kugeln jeweils auf so ein Eck, wie man nachher den Kuchen auch schneiden würde. Als Hilfe ziehe ich mir immer so eine Linie in der Mitte einmal, also im Kopf, denke mir, hier in der Mitte ist eine Linie und dann hier ist eine Linie und setze dann hier die Kugeln hin, wie man schneiden würde ungefähr. Ich halte einfach erstmal meine Hand hier hin und gebe es zu der Hälfte. Und jetzt mache ich in der Mitte nochmal einen Kreis als Deko mit Haselnusskerne. Und das ist unsere Rocher-Torte. Aufmerksam zuschauen ist bestimmt schon aufgefallen, dass wir eine neue Requisite am Set haben. Und zwar hat sich hier ein kleiner Backer eingeschlichen. Der wurde mit einem 3D-Drucker selbst gedruckt. Und der kommt jetzt noch als Deko oben auf den Kuchen, denn der wird als Geburtstagsgeschenk an einen verschenkt, der schon immer einen eigenen Backer haben wollte. Backert er hier in eine Rocher-Kugel rein, wenn es hält. So. Und das war schon der Kuchen. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen. Falls ihr Lust auf weitere Rezepte habt, schaut doch bei mir auf Instagram. Bis zum nächsten Mal, eure Janika.